Mein Name ist Volker Andresen. Ich bin der Autor von Gut öffentlich reden und würde mir heute gerne kurz mit Ihnen das Thema Wie wähle ich meine Inhalte aus ansehen. Die meisten Reden, die ich mir angehört habe, waren mit Inhalt überladen und es mangelte an Botschaften. Der Hauptgrund hierfür war, dass die Redner unbedingt ihrem Publikum zeigen wollten, dass sie ihr Thema in- und auswendig kennen. Nur leider führt dieser Ansatz aufgrund der Informationsflut häufig zu Verwirrung. Meine folgende Übung wird Ihnen dabei helfen, Inhalte etwas besser auszuwählen. Erstens, welches übergeordnete Thema möchten Sie vermitteln? Schreiben Sie es in nur einem Satz auf. Zweitens, Umfragen zeigen, dass ein Publikum sich nicht an mehr als drei Botschaften eines Redners erinnern kann. Sie haben nun die Hauptidee für die Rede identifiziert. Durch welche Botschaften soll sie unterstützt werden? Schreiben Sie erneut alle Botschaften in einem einzigen Satz auf. Und drittens, nun können Sie Belegmaterial in Form von Fakten und Zahlen hinzufügen. Reduzieren Sie auch hier für jede unterstützende Botschaft die Anzahl auf höchstens drei Stichpunkte. Gut, Sie dürften somit an dieser Stelle einen ersten Gesamtentwurf Ihrer nächsten Rede vor sich haben. Wichtige Erkenntnis, weniger ist mehr. Okay, das soll es dann erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, Sie haben jetzt eine bessere Idee, wie Sie Ihre Inhalte auswählen können. Bitte beachten Sie, dass ich regelmäßig Tipps fürs öffentliche Reden in meinem kostenlosen Videoblog gebe, welchen Sie auf gutöffentlichreden.de, also der hier unten angegebenen URL, finden können. Und zögern Sie nicht, meine E-Mail-Benachrichtigung zu abonnieren, falls Sie informiert werden wollen, wenn weitere Training-Videos erhältlich sind. Ich habe im Übrigen auch ein Buch mit vielen weiteren Tipps geschrieben, das Gut öffentlich reden heißt und Sie auf Deutsch, Englisch und Französisch, zum Beispiel auf Amazon.com, finden können. Bitte lassen Sie mich wissen, was Sie von meinen Training-Videos und meinem Buch halten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald in einem meiner nächsten Videos oder, wer weiß, vielleicht sogar von Angesicht zu Angesicht in einem meiner Seminare in Ihrer Nähe.